Hallo liebe YouTuber, heute steige ich mal ein mit tollen Fotos von unseren Events vom letzten Wochenende, Tischdeko und ganz tolle Tipps, wie man den Tischplan machen kann. Und es gibt eine neue Serie mit Pfingstrosenpflanzen aus Unterfranken und da gibt es ganz tolle Hintergründe und dazu gehen wir nach der Intro erstmal auf den Holzeckerhof in Unterfranken. Hallo ihr lieben YouTuber, wir sind hier auf dem Holzeckerhof bei der Firma Don Peoni. Das ist auch der Don Peoni und hier sind die Hauptpersonen. Erzählt mir doch mal bitte, wer ihr seid und wer sich hinter dem Namen Don Peoni verbirgt. Also mein Name ist Susanne Sauer, ich bin die Frau vom Don Peoni, also von meinem Mann Sebastian Sauer ist eigentlich sein Name. Und dieser Name kam eigentlich aus einem Scherz heraus. Unser Schwager hat einfach einen Scherz gemacht, weil mein Mann sehr, sehr lange schon Peonien anbaut. Wie lange baust du schon, Schatz? Ja, 2003 haben wir damit begonnen. Genau, und ist natürlich da jetzt total auch versiert und es ist unsere Passion. Und das wissen auch unsere Familienmitglieder und daraus ist einfach dieser Schatz entstanden, Don Peoni. Ja? Und wir haben das jetzt als Markennamen dann einfach genommen. Ja. Weil das so gut gepasst hat. Ja, ist ein schöner Name, toll. Und auch hier sitzt ja auch das Wahrzeichen des Namens. Und dann wollte ich euch mal fragen, es gibt ja so einen Pfingstrosengärtner wie euch, der so eine tolle Qualität macht. Habe ich bisher nicht gesehen, deswegen freue ich mich total hier zu sein, diesen tollen Hof. Und ja, erzählt mal, wie kam das, warum Pfingstrosen, wie seid ihr dazu gekommen? Weil das ist ja schon sehr spezielle Blume, die zu kultivieren. Ja, erstmal vielen Dank für das Lob, Margit. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Freut uns, wenn die Qualität ankommt und wenn die Floristen damit einfach gut arbeiten können und wenn die Endkunden begeistert sind. Ja, die Peonie fasziniert mich seit 2003. Das war das Jahr, als wir die ersten vier Sorten aufgepflanzt haben. Damals eine weiße, eine rote, eine rosane und eine cremefarbene. Ja, und aus diesen vier Sorten sind jetzt über 25 Sorten geworden, die wir letztendlich im Schnitt kultivieren. Gleichzeitig haben wir noch Schaugärten aufgebaut mit über 200 Sorten. Hier vor Ort haben wir den kleinen Schaugarten mit über 30 Sorten. Und wir vermehren jetzt unsere Peonienpflanzen selbst und können damit Endkunden auch im eigenen Garten Pflanzen anbieten, dass sie sich dort selber den Pflanzen oder einfach Spaß an den Peonien haben. Ja, das ist ganz toll, weil das Interessante ist, es gibt sowohl im Frühjahr, heute ist jetzt natürlich vorbei, wir haben Hochsommer, aber im Frühjahr gibt es die Peonien im Schnitt zum Versand und die gibt es jetzt ab Ende September, Anfang Oktober bis Anfang November gibt es auch diese Pflanzen, die man bestellen kann. Aus dem Frankenland, also deutsche Gärtnerqualität, ist, finde ich, einmalig. Und da zeige ich euch natürlich auch den Webshop noch dazu. Und in folgenden Videos gibt es auch noch ganz tolle neue Hintergründe, Erzählungen. Ihr guckt ja immer gern hinter die Kulissen. Deswegen werden die nächsten Videos super interessant, die wir jetzt drehen. Ich zeige euch jetzt, wie man den Webshop findet. Ihr tippt im Browser donpeoni.de, kommt auf die Homepage. Das ist der Überblick. Hier seht ihr auch Sebastian und Susanne Sauer mit ihren Pfingstrosen im Folientunnel. Und dann geht ihr auf Neuigkeiten. Und hier sieht man, die Pfingstrosen sind natürlich für dieses Jahr alle abgeerntet. Aber ihr könnt euch die schönsten Sorten als Pflanze bestellen für euer Zuhause. Das heißt, ihr geht jetzt weiter auf diesen Link. Hier geht es zum Shop. Einmal klicken. Und schon ist man in dem Pfingstrosen-Pflanzenshop. Pfingstrosen für deinen Garten. Bestellt werden können sie jederzeit. Die Auslieferung ist ab Ende September, Oktober, November, in dem sie auch idealerweise gepflanzt werden sollen. Und
Je früher man bestellt, desto sicherer bekommt man natürlich die Sorte, die man gern hätte. Und es gibt hier ganz, ja, ihr könnt ganz nach euren Wünschen auswählen. Ich zeige euch hier, es geht nach der Blütenform. Mein Favorit sind ja die gefüllten, wobei es gibt auch tolle ungefüllte. Nach der Blütengröße, dann auch kann man die Blütezeit auswählen. Die Pfingstrosen fangen ja dann so Ende April an draußen. Ob sie duften sollen, das Farbspektrum ist, ja, ist unglaublich, sind ganz tolle Farbspektren. Und um euch einen Eindruck zu geben, was ihr für tolle Pflanzen im Webshop bestellen könnt, die werden übrigens wurzelnackt geliefert. Das heißt, die haben keine Blätter, werden also dann im Herbst gepflanzt und im Frühjahr kommen dann zum ersten Mal die Pfingstrosen. Ja, viel Spaß beim Bestellen und vergesst nicht den Rabattcode MARGIT beim Bestellen, weil damit bekommt ihr 5% Rabatt. Viel Spaß und viel Erfolg, ihr Lieben. Und nun geht es endlich zu den Hochzeitsarbeiten. Hier sieht man die Arbeitsfläche und wie das Grün vorbereitet wird, die vielen Gläser. Wir hatten wahnsinnig viel Grün und unheimlich viel Blütensorten. Ohne Rosen wurde gearbeitet mit vielen kleinen natürlichen Blüten, mit Kräutern, Olive, hier werden Haarkränzchen gewickelt und hier sieht man, was für eine feine Handarbeit das ist. Die Anstecker für Bräutigam, für Brautväter und nun kommt das Herzstück, der Brautstrauß. Wie schön! Hier waren wir in der Kirche und haben dekoriert die Kirchenbänke. Hallo ihr Lieben, ihr habt ja schon ganz viele Vorbereitungen und Fotos im Laden gesehen. Und wenn man das außerhalb vom Blumenladen betrachtet, dann ist das, ich sage mal, das hat dann nicht so viel Konkurrenz drumherum. Dann sind solche Gestecke natürlich immer was ganz anderes, wie wenn man das in unserem, ja, zwischen allen Vasen betrachtet. Hier sieht man, das ist eine Muschelblume. Die Muschelblumen, die sind eigentlich gerad, aber da wollen die Spitzen immer hoch. Und was die dann machen, wenn wir die stecken, ist, dass die danach den Weg wieder nach Norden begehen. Das ist echt lustig. Und unsere Braut, die wollte gerne Olive, die wollte Rosmarin, Eukalyptus und also nicht so strenge Rosen, also keine steife Hochzeit. Ganz viele Kräuter und nach dem Kräutermotto, es heißt auch der Tisch, der heißt nämlich Estragon. Ja, und dann haben wir auch mittig eine schöne Campanula-Glocke gemacht, Fräsien, Mondkugeln. Also es ist so ganz lässig, locker. Ja, ach, super. Vielen Dank für die schöne Kameraführung. Und es sind jetzt hier auch wunderschön eingedeckte Zehnertische. Und dann haben wir natürlich auch noch die schönen Gräser vom China-Schiff locker auslaufen lassen. Und ganz süß gemacht hier mit Klemmerchen, mit den kleinen Namensschildchen. Jede Serviette bekommt einen Zweig, entweder Rosmarin, Eukalyptus oder Olive. Das ist also eine ganz toll ausgegrünte Hochzeit und eine sehr schöne Arbeit. Und muss ich euch noch mal zeigen. So, Moment, ich darf nicht zu schnell in die Kurve laufen. Und zwar, also was eine richtig schöne Arbeit ist für so eine Hochzeit. Das ist so ein Kranz. Wollt ihr sowas auch mal in einem Video sehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Weil, also ich finde ihn gigantisch. Mir gefällt er total gut. Aber ich wollte es von euch mal hören, ob ihr sowas toll findet. Weil ich fand ihn jetzt auch mit diesen Weinkisten schön rein dekoriert und mit diesen malerischen Windlichtern. Und ich habe ihn extra nur über die Ecke so gehängt. Moment, ich muss auch hängen bleiben. Ja, damit man ihn toll sieht und wir haben noch einen fürs Buffet. Fand ich jetzt einfach eine ganz tolle Raumdeko. Und dann haben wir den eigentlichen Titel unseres Videos. Wie du einen Tischplan für eine Hochzeit schön ausgrünst und wie man den toll dekoriert. Und ich habe hier ganz nach dem Motto unserer tollen Kräuterhochzeit, habe ich hier schönes Grün mitgebracht. Und dann gibt es jetzt hier einen Tacker. So, da draußen geht schon die Post ab, da ist irgendein Hochzeitspaar. Und da werde ich jetzt mal diesen Plan, werde ich mal schön eingrünen. Und dazu nehme ich einfach einen Tacker und tacker das Grün drauf. Thank you.
ihr Lieben, also Eukalyptus, Rosmarin, Olive, es ist jetzt ganz einfach nur dran getackert und so hat man wirklich so zu diesen vielen Vintage-Hochzeiten einen ganz tollen, Tischplan dekoriert. Und jeder anhand der Tischnamen, ja, findet natürlich jeder auch den Tisch, weil der Tischname, der ist auch wieder im Tisch gesteckt drin. Ja, also es ist so eine Idee zum Thema Hochzeit und Feiern. Es muss ja nicht Hochzeit sein, es geht ja auch für andere immer, wenn man einen Tischplan möchte. Ja, das nur als kleine Idee heute, gemischt natürlich mit den schönen Fotos vom Laden und mit den, mit der Intro zum Holzeckerhof. Also ihr Lieben, freue mich auf eure Antworten, auch wegen dem Kranz. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare und ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Video. Bis bald, ciao! Thank you.